Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf der PlayStation 4, die ja seit 3 oder 4 Wochen schon aufnahmefähig ist. Und jetzt ist es so, dass ich bisher noch nichts gebracht habe von dieser Konsole, weil wirklich nichts Interessantes für mich da war. Outlast, seht ihr gerade, ist das Spiel. Allerdings nicht das Hauptspiel, sondern der DLC Whistleblower. Es verhält sich so, dass ich das Hauptspiel nämlich schon gespielt habe, einmal komplett, und deswegen dachte ich mir, machst du ein Let's Play von einem Horrorspiel, wo du schon weißt, wo die Schockeffekte sind? Das ist ein bisschen blöd, ne? Und da habe ich mich umso mehr gefreut, als der DLC rauskam vor 1 oder 2 Wochen. Und jetzt habe ich mal Zeit dazu gefunden, den zu spielen. Ich muss sagen, ich habe den schon 10 oder 15 Minuten angespielt, allerdings noch nicht weiter. Und das war auch mit Kollegen. Ich habe nichts von den Texten gelesen und so. Das heißt, von der Story weiß ich noch gar nichts. Jetzt machen wir aber erstmal neues Spiel, Whistleblower. Oder nee, warte, erstmal Optionen. Ach, Untertitel sind schon an. Das ist ja schön. Gamma-Wert, ja, das ist ja 2,1, das ist der Wert der Wahl. Linkshänder, nee, alles gut. So, neues Spiel, mach mal. Wahnsinn ist, glaube ich, dass man nur ein Leben hat und wenn man stirbt, ist das Spiel zu Ende. Nein, Albtraum ist Albtraum und schwieriger scheint... Soll ich mal auf schwieriger machen? Komm, wir brauchen eine Herausforderung, ne? Normal ist ja schon so ein bisschen zu normal. Ich bin schon so hardcore, aber noch nicht hardcore genug für Albtraum. Da muss ich dann irgendwie was zwischen normal und hardcore nehmen. Da bleibt mir nur schwieriger. So, was überschreibe ich hier? Ich glaube das hier. Das ist nämlich mein Spielstand, den ich bisher für Whistleblower benutzt habe. Brauche ich natürlich nicht mehr. So. Ladezeit. Jetzt kommt aber gleich bestimmt eine epische Intro-Sequenz, also haltet euch bereit. Next Gen hat kaum Ladezeiten. Ja. Ne? Komm, jetzt muss mal langsam losgehen hier. Ah. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Weiter kann ich nicht lesen. Ich breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Entschuldigung.
Das muss aufgedeckt werden. Drücke 3. Ach nee, das gehört nicht mehr zum Text. So. Tag. Park? They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Okay. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Mhm, ich bin just a software guy. So. Kurz zum Hintergrund, also ich habe, also nicht zum Hintergrund des Spieles, das habe ich selbst noch nicht verstanden, aber na gut, der DLC soll auf jeden Fall vor der Story anfangen des Hauptspiels und nach der Story des Hauptspiels enden. Das weiß ich über den DLC und ja, nochmal herzlich willkommen bei Outlast Whistleblower. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich habe ja erst mit Silent Hill ein Horrorspiel gespielt. Outlast hatte ich ursprünglich vor zu Let's Playen, allerdings hat es dann so lange gedauert, bis die PS4 HDCP frei wurde, dass ich gesagt habe, komm, lohnt sich nicht mehr, und dann habe ich das Spiel selber gespielt und es lohnt sich nicht, ein Horrorspiel zu spielen, wenn man schon weiß, wo man sich erschrecken wird. Ja, wir haben jetzt hier, ach, ich nehme übrigens in 720p auf. Das hat einen simplen Grund, nicht weil ich denke, dass 1080p unnötig sind, obwohl ich denke, dass 1080p unnötig sind, weil auf YouTube wird sowieso alles runtergerechnet. Wer guckt auf YouTube 1080p und kann es von 720p unterscheiden, sagt es mir bitte. Also ich nicht. Ja, ich habe auf 720p gestellt hier, weil dann kann ich mit meinen 11 MB pro Sekunde weiterhin aufnehmen, weil mein Netbook packt das sehr gut und ich habe keinen Bock auf Experimente, deswegen lass ich's mal. Und die Auflösung. So, ja. Ja, wir sind jetzt, also wer das Hauptspiel kennt, wir sind hier in den Kellergewölben. Ja, wir sind auf dem Weg. Das sind die Kellergewölbe von Mount Massive, wo wir als Reporter, wie auch immer er heißt, im ersten Teil, im Hauptspiel, auch mal hinkommen. Ja, ich hoffe, die Stimmen sind nicht zu leise für euch. Und wir befinden uns hier nicht auf dem Mars, nein, nach wie vor unter der Erde. Park, finally. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Mhm, ja, ich programmiere mal kurz das neue Windows 9 oder so. Are we happy, Mr. Park? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to its programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. No! No, not a day! No! Fuck! Yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. It will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Arterial spin labeling is back online. Good. Positioning imaging. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my performance. Sure, hold on. Ja, also wir haben hier, ne? Ist ja nichts Ungewöhnliches hier. Es ist Standardkeller eines Psychokrankenhauses. Ich schätze mal, dass ich jetzt so einfach wieder gehe.
und nichts passiert und dann ist die Story zu Ende. Vielleicht. Auf jeden Fall schöne Tastaturtipp-Animationen, wenn ich das sagen darf. Ich bewerte ja so objektiv. Ich bewerte das Spiel anhand der Animationen. Während der Typ auf der Tastatur tippt. Naja. Somebody's been telling stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see him! Mr. Waylon Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact. That was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Waylon Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Waylon. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Und der Horror beginnt. Outlast ist tatsächlich eines der gruseligsten Horrorspiele, die ich gespielt, geschweige denn gesehen habe, denn ich habe erst 2 oder 3 gespielt, aber gesehen habe ich so einige. Naja, und dieses hier habe ich sogar gespielt. Also von daher. Ja, ist übrigens toll von uns, dass wir uns freiwillig für irgendein Psycho-Programm gemeldet haben. Ach, guck mal hier. Fernsehen. Natürlich schnappen wir uns erstmal die Kamera. Es gibt nichts Schöneres, als mit einer Nachtsichtkamera durch blutüberströmte Gefangenenzellen zu laufen. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, es empfiehlt sich eindeutig, vorher das Hauptspiel zu kennen, gespielt zu haben oder angeschaut zu haben. Oh, Besuch! Okay. Ich will nicht, dass er mich öffnet. Ich, Oh. Oh. So, ich hoffe, der kommt jetzt nicht durch. Erstmal hier alles aufmachen. Denn wir wissen, sind die Toiletten immer die wichtigen Fundstücke. Na gut, heute nicht. Aber, Batterien, genau. Danach suche ich. Mit Batterien kann man den Camcorder nachladen, denn wir haben Nachtsicht. Und man sollte ihn möglichst oft laufen lassen, um alles zu filmen, was wichtig sein könnte. Zum Beispiel das. Oh, ich darf reinkommen. Ich verzichte dankend
So, eigentlich will ich nur die Nervenheilanstalt verlassen. Ja, oh. Okay. Irgendwas. Ja, das war ganz offensichtlich der Geist, den wir gerade in der Zelle des anderen gesehen haben. Ich hätte keine... Ich hätte nicht den Verdacht gehabt, dass der jetzt schon auftaucht. Offenbar müssen wir uns beeilen, durch diesen Gang zu kommen. Mach ich lieber mal die Tür hier wieder zu. Dann würde ich sagen... Renne ich diesmal... Oh, du, verpiss dich. Nein. Nö. Okay. Ah, das ist aber eine tolle Folge. Ich bin schon zweimal gestorben. In 17 Minuten. Das war keine Absicht. Ich wusste wirklich nicht, dass der hier auftaucht. Ich habe zwar, ja, ich habe gesagt, ich habe schon 10 Minuten gespielt. Allerdings ist der da wirklich nicht aufgetaucht. Ich schwöre es. Geh mal hier rein. So. Hier kriegt mich niemand. Ich höre es. Ach ja, man kann sich auch beugen. Genau. Cool. Zufall, zufallsmäßig wieder rausgefunden. Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. So, dann gehe ich jetzt mal. Oh. All people in town. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Keep it rallying our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now! Okay, gerne doch. Ihr seid alle so schön und freundlich. Eigentlich will ich bleiben, aber... Oh. Oh. Ich möchte euch ja nichts vorenthalten. Ich möchte euch nicht spoilern, aber... Ja. Ich... Oh. Ach, der... Oh. Oh. Ja, hallo. Ich glaube, ich hätte nicht den Schwierigkeitsgrad so hoch ansetzen sollen. Ich bin wohl doch nicht so gut. Kann ich das nachträglich noch ändern? Ich möchte ja niemandem... Schwieriger. Tut mir leid, Leute, ich stelle es nochmal auf normal um. Denn, offenbar bin ich doch unfähig. So. Ja, ja. Hi. Oh. Ja, gut. Zum Glück wusste ich schon, dass das passieren würde. Ach, guck mal. Ach, genau da oben. Ja, ja. Da kann ich hoch. Vielleicht stelle ich es später wieder auf ein bisschen schwieriger um. Allerdings muss ich sagen, wenn ich so oft sterbe, dann macht ja selbst Horror keinen Spaß mehr. We need to get to that radio.
Outside help will come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try to radio outside for help. I'm gonna give you a whole new something to be scared of. Are you threatening me? Yes. Ich glaube, hier gibt es noch andere Gründe, Angst zu haben, aber lesen wir erstmal das, was gerade aufgeschrieben wurde. Wir schreiben uns ja immer so tolle Notizen. Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier darauf das tun können, was ich nicht tun konnte. Die Wahrheit zeigen. Es gibt ein Funkgerät. Im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität um deines Willens, Lisa, und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht, bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Ja. Offenbar hat unser Freund hier schon eine Frau und zwei Kinder oder mehrere Kinder. Offenbar Jungen. Und dementsprechend wünschen wir ihm natürlich, dass er nach Hause kommt. Oder nicht. Ich glaube, bis dahin ist es noch ein kleiner Weg, denn solange wir noch im Lüftungsschacht, vermutlich im Keller dieser Forschungseinrichtung sind, würde ich sagen, sind wir dem Ausgang noch etwas weiter entfernt als gewünscht. Oh, hier ist dunkel. Oh, hi. Naja. Oh, hi. Na, wie geht's dir so? Ich bin mal hier hinter der Tür, ne? Tschüss. So. Ja, ich sollte auch noch Batterien schauen. Das ist enorm wichtig hier. Wenn du keine Batterien mehr hast, hast du eigentlich verschissen in dem Spiel. Ja. Gucke ich eigentlich um die Ecke, wenn ich schon lange im Gang bin? Macht eigentlich keinen Sinn. Hier komme ich nicht durch. Hier will jemand durch. Gott sei Dank geht die Tür auch nicht auf. Help me, please. I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Ja, dass du ein Patient bist, das kann ich mir verdenken. Aber ich glaube, was anderes als den Knopf drücken kann ich nicht. Ach ja, ach hier, guck mal, die Dinger, da kann man sich drin verstecken, ne? Was meistens ein Anzeichen dafür ist, dass gleich irgendwas kommen wird. Machen wir am besten mal die Tür zu. So. Ja, geh schön weg. Ich brauch dich hier nicht. Ach, hat
Das ist wieder was aufgeschrieben, ne? Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen, habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute ermordet. Ermordert? Was? Ermordert oder schlimmer? Ich habe einem Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss, behauptete, er sei ein Arzt, doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gescheckt hatten, haben, und änderte seine Geschichte, sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder er oder sein können. Sie sind alle verrückt, alle krank. Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Ja, das wurdest du bereits dreimal. Ich werde mir Mühe geben, dass es nicht nochmal passiert. Oh. Ja. Ne. Ah. Nein. Nein. Oh, hi. Was? Ich war doch versteckt. Was ist denn los? Ach, guck mal, so kann man auch zoomen. Gerade aus Versehen das Touchpad berührt. Naja, gut. Das war wohl nichts. Viermal bin ich, glaube ich, gestorben heute. Ich habe schon nicht mehr mitgezählt nach dem zweiten Mal. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euren Gefallen daran gefunden habt, mich hier mehr oder weniger erfolgreich entkommen zu sehen. Bisher haben wir es 20 Minuten versucht. Mal gucken, wie oft es noch schief gehen wird. Und bis zu dieser Stelle fast habe ich übrigens bei meinem ersten Versuch gespielt. Das heißt, ab nächster Folge ist es tatsächlich blind. Bis jetzt wusste ich schon, dass dieses Viech hier auftaucht. Ist aber nicht besonders schlimm, ne? Als Einführungs-Let's-Play-Folge dürfte das ja ausreichen. Ich, ja, bitte um eure Bewertung. Wenn sie negativ ist, bitte warum? Wenn sie positiv ist, braucht ihr nichts dazu zu schreiben, dann nehme ich es einfach so hin als Anerkennung meiner göttlichen Videos. Ja, und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Wenn nicht, dann eben nicht. Bis dahin, tschüss.